Ich habe als Anfangsvortrag, oder wir können sagen Meditation vielleicht dazu, die Schrift von Edith Stein genommen. Sie hat nämlich 1931 eine schöne Meditation über Weihnachten geschrieben. Sie war gerade in Beuron, hat dort die Weihnachtstage verbracht. Und das ist ein Benediktinerkloster in Deutschland, wo die Liturgie der Tradition entsprechend, der benediktinischen, auch sehr, sehr schön und gepflegt gefeiert wurde. War also hell begeistert sozusagen, auch von dem Fest, und schreibt einige Seiten über Menschheit und Menschwerdung. Eine Lektüre, die übrigens sehr empfehlenswert ist, nicht so lang. Und heute insbesondere jetzt in Bezug auf Barmherzigkeit und als Einstieg in den Einkehrtag. Edith Stein geht sozusagen liturgisch vor. Also in dieser Schrift, wenn Sie sie lesen, werden Sie merken, dass sehr viele Anspielungen auf die Liturgie sind. Und ich möchte einfach jetzt damit beginnen, dass wir ein Lied anhören und dann den ersten Teil der Schrift. Wir haben nämlich auch eine CD als Hörbuch herausgegeben, wo diese Schrift, diese Meditation vorgelesen wird mit Adventlieder dazwischen. Jetzt hören wir einfach den ersten Teil an. Das Weihnachtsgeheimnis von Edith Stein. Menschwerdung und Menschheit. Wenn die Tage kürzer und kürzer werden, wenn in einem normalen Winter die ersten Schneeflocken fallen, dann tauchen scheu und leise die ersten Weihnachtsgedanken auf. Und von dem bloßen Wort geht ein Zauber aus, dem sich kaum irgendein Herz entziehen kann. Selbst die Andersgläubigen und Ungläubigen, denen die alte Geschichte vom Kinde zu Bethlehem nichts bedeutet, rüsten für das Fest und überlegen, wie sie da und dort einen Strahl der Freude entzünden können. Es geht wie ein warmer Strom der Liebe über die ganze Erde, schon um Wochen und Monate voraus. Ein Fest der Liebe und Freude,
Das ist der Stern, auf den alle in den ersten Wintermonaten zugehen. Für den Christen und besonders für den katholischen Christen ist es noch etwas anderes. Ihn führt der Stern zur Krippe mit dem Kindlein, das den Frieden auf Erden bringt. In zahllosen, lieblichen Bildern stellt es uns die christliche Kunst vor die Augen. Alte Weisen, aus denen der ganze Zauber der Kindheit klingt, singen uns davon. Wer mit der Kirche lebt, dem rufen die Rorate-Glocken und die Adventslieder eine heilige Sehnsucht im Herzen wach. Und wem der unerschöpfliche Born der heiligen Liturgie erschlossen ist, bei dem pocht Tag um Tag der große Prophet der Menschwerdung mit seinen Mahnworten und Verheißungen an: Rorate Zöli, de super et nubes pluant justum, tauet ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet den Gerechten. Schon ist nahe der Herr. Kommt, lasset uns anbeten. Komm, Herr, und zögere nicht. Jerusalem, freue dich und frohlocke, denn dein Heiland wird zu dir kommen. Vom 17. bis 24. Dezember rufen die großen O-Antiphonen zum Magnificat: O Weisheit, O Herr, O Adonai, O Wurzel Jesse, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König aller Völker, O Emmanuel, immer sehnsüchtiger und inbrünstiger ihr, komm uns zu erlösen. Und immer verheißungsvoller klingt es: Siehe, alles ist vollendet, am letzten Adventssonntag. Und schließlich: Heute sollt ihr wissen, dass der Herr kommt, und morgen werdet ihr schauen seine Herrlichkeit. Ja, wenn am Abend die Lichterbäume brennen und die Gaben getauscht werden, da drängt die unerfüllte Sehnsucht immer noch hinaus nach einem anderen Lichtglanz, bis die Glocken zur Christmette läuten und, als alles in tiefem Schweigen lag, das Wunder der heiligen Nacht sich auf unseren licht- und blumengeschmückten Altären erneuert. Et verbum caro factum est, und das Wort ist Fleisch geworden. Nun ist der Augenblick der seligen Erfüllung da. Heute ist der Himmel für die ganze Welt honigtriefend geworden. Heute in dieser Nacht, Weihnachten, ist der Himmel honigtriefend geworden. Das ist ein Ausdruck dafür, dass wir daran glauben, durch die Menschwerdung hat sich der Himmel geöffnet für die Menschen. Und das bedeutet für uns, seine Barmherzigkeit ist auf die Welt, zur Welt, in die Welt gekommen. Jesus als Antlitz der Barmherzigkeit Gottes, das ist die Bedeutung, die wir Gläubige dieser Geburt geben. Das ist so das erste Kapitel der Schrift von Edith Stein, wo sie, wie Sie sehen, auch sehr so stimmungsvoll beschreibt, wie ein Advent, natürlich vor 100 Jahren, muss man sagen, aber auch heute sein kann. Ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit hatten, auch bei Rorate-Messen zum Beispiel zu sein, in der Früh, in der Dunkelheit, mit Kerzenlicht. Das sind alle Gelegenheiten, die auch die Liturgie anbietet, um diese Sehnsucht, die mehrmals angesprochen wird, noch einmal so auszudrücken oder überhaupt in sich neu zu spüren. Die Sehnsucht nach Heil, nach Heilung, nach Frieden, Sehnsucht nach Gott. In diesem Winter können wir natürlich nicht, wie Sie damals, von Schneeflocken reden. In diesem Jahr sind wir eher auf der wärmeren Seite.
Was sie schön anspricht, finde ich, ist, dass offensichtlich auch für uns Weihnachten, also nicht nur für uns, sondern für die ganze Gesellschaft, eine Bedeutung hat, nicht nur für Christen also. Ja, selbst die Andersgläubigen und Ungläubigen, die jetzt nicht mit Jesus als Gottes Sohn viel anfangen können, trotzdem feiern sie Weihnachten. Da ist eine Atmosphäre, ich komme auf das Wort Sehnsucht eben von Edelstein zurück, nach zum Teil Geborgenheit, nach Liebe. Sie hören in den Radiosendungen immer öfters die Bezeichnung Fest der Liebe oder Fest der Familie statt Weihnachten im Sinne von Geburt Christi. Das ist zwar für Christen befremdend erst einmal, aber im Grunde ein Zeichen dafür, dass der Sinn des Festes auch von anderen erfasst wird, wenn auch anders oder auf einer anderen Ebene. Dass man sich Geschenke macht gegenseitig, dass man, wie es man so schön sagt, versucht, gut zu sein, ein paar Wochen lang zumindest, ein paar Tage lang, ja. Oft vielleicht auch mit hohen Erwartungen aneinander, nicht wahr? Wenn man sich trifft als Familie, einmal zu Weihnachten, dann muss alles wunderbar laufen. Auf alle Fälle ist etwas da, was uns bewegt zu Weihnachten. Und in Advent, als Christen, sagen wir, sollen wir in diese Erwartung einsteigen. Und wie sie selber sagt, ist kein Zufall, dass in der Liturgie besonders Jesaja vorkommt. Das ist der Prophet des Alten Testaments, der am meisten von dieser Sehnsucht spricht. Sie sagt, Prophet der Menschwerdung. Ein Fest der Liebe und Freude. Das ist der Stern, auf den alle in den ersten Wintermonaten zugehen. Und ich glaube, das soll eben nicht abgewertet werden, sondern als Zeichen gedeutet werden, dass in uns Menschen diese Sehnsucht einfach fest eingeschrieben ist. Nach Liebe, nach Freude, nach Einheit, nach Heil. Im Grunde, das ist die christliche Deutung, nach Barmherzigkeit. Dieser Stern bringt den Frieden auf Erden. Und was die lieblichen Bilder angeht, können Sie nur in unserer Kirche zum Beispiel schauen, passenden Nazarenerstil dazu, so viele Darstellungen des Jesuleins, des Kindes in der Krippe und so, oder von Marie und Josef. Da ist etwas Süßliches drin, ja. Mag nicht jedermann Geschmack sein, natürlich, aber es zeigt etwas. Ja. Wir wollen auch doch diese Zauber der Kindheit noch einmal erleben, diese Einfachheit, diese Unmittelbarkeit, diese Geborgenheit. Der beste Repräsentant im Alten Testament ist der Prophet Jesaja, der ständig von dieser Sehnsucht des Volkes Israel spricht. Komm, Heiland, sondern auch diese Worte, die wir kennen, tauet Himmel den Gerechten und regnet ihn herab. Bilder aus der Natur. Rorate ist einfach das erste Wort einer Antiphon, eines Liedes. Tauet ihr Himmel von oben und ihr Wolken regnet den Gerechten. Schon ist nahe der Herr, kommt, lasset uns anbeten. Komm, Herr, und zögere nicht. Jerusalem, freue dich und frohlocke, denn dein Heiland wird zu dir kommen. Seit ein paar Tagen ändern sich die liturgischen Texte deutlich, indem jetzt ganz gezielt auf Weihnachten im Sinne von der Geburt Christi vor 2000 Jahren so gezielt zugehen, während am Anfang eher die letzte Ankunft am Ende der Zeit angesprochen wurde. Und wenn Sie aufmerksam zuhören, bei den Messen ist vor dem Evangelium meist und bei den Vespern die Antiphon vor dem Magnificat.
besonders gestaltet, etwas länger, sind sogenannte O-Antiphonen, wo Jesus angesprochen wird unter den verschiedenen Titeln, die man ihm geben kann, die aus dem Alten Testament kommen. Ich lese einfach durch. O Sapientia, das heißt O Weisheit, hervorgegangen aus dem Munde des Höchsten, die Welt umspannst du von einem Ende zum anderen, in Kraft und Milde ordnest du alles. Komm und lehre uns den Weg der Einsicht. Wir sehen, es ist eine steigende Sehnsucht. Ja, so, oh, komm, komm herab, komm zu uns. O Adonai, also o Herr und Fürst des Hauses Israel, du bist dem Mose erschienen in der Flamme des Dornbuschs und gabst ihm das Gesetz am Sinai. Komm, o Herr, und erlöse uns mit starkem Arm. O Radix Jesse, o Wurzel Jesse, Gesetz zum Zeichen für die Völker. Vor dir verstummen die Mächtigen, zu dir rufen die Völker. Komm, o Herr, und erlöse uns, zögere nicht länger. O Klavis David, o Schlüssel Davids und Zepter des Hauses Israel, du öffnest und niemand schließt, du schließest und niemand öffnet. Komm, o Herr, und befreie aus dem Kerker den Gefangenen, der da sitzt in Finsternis und im Schatten des Todes. O Oriens, o Aufgang, Glanz des ewigen Lichtes, du Sonne der Gerechtigkeit, komme, o Herr, und erleuchte uns, die wir sitzen in Finsternis und im Schatten des Todes. O Rex Gentium, o König der Völker, den sie alle ersehnen, du Eckstein, der das Getrennte eint, komm, o Herr, und befreie den Menschen, den du aus Erde erschaffen hast. O Emanuel, Emanuel bedeutet Gott mit uns, du König und Lehrer, du Sehnsucht der Völker und ihr Heiland, komm, o Herr, und erlöse uns, Herr unser Gott. Sein Wachstum der Sehnsucht, des Anrufens, komm, komm, du Herr. Wir haben gehört von Gerechtigkeit, von Heilung, von Weisheit. All das steckt in diesen Texten, der Wunsch, dass der Herr uns das schenken möge. Wir haben jetzt nicht unmittelbar von Barmherzigkeit etwas gehört. Ja. Und da gilt es, vielleicht ist dieser Einkehrtag auch dazu gut, sich vielleicht selber zu fragen, was ist für mich Barmherzigkeit Gottes? Gerechtigkeit Gottes kann man sich vielleicht leichter oder einfacher vorstellen, dass er uns Gerechtigkeit bringt. Was heißt, dass er uns Barmherzigkeit bringt? Dass Jesus uns die Barmherzigkeit Gottes zeigt, lebendig zeigt und gibt und schenkt. Wenn wir so wie mit dem Papst sprechen, aber es ist natürlich eine lange Tradition, dass wir sagen, eigentlich ist Barmherzigkeit der Name Gottes überhaupt. Ja, in der Barmherzigkeit Gottes steckt all das, was Gott uns schenkt. Dann kommen wir schön, auch wie mit Edith Stein, weiter als Barmherzigkeit eng zu verstehen. Und das ist dieses Jahr so gemeint, dass wir unseren Begriff ausweiten, ist nicht nur, obwohl das natürlich sehr viel ist, die Vergebung für einzelne Taten oder Sünden, barmherzig wie in einem Gerichtssaal, obwohl das auch der Fall ist. Die Stein erzählt uns wirklich aus der Tiefe, aus dem bodenständigen Glauben heraus, dass zu Weihnachten Menschwerdung geschehen ist. Das heißt, Gott selbst zu Mensch geworden ist, sich zu Mensch gemacht hat. Und deshalb, das ist ein Bild wiederum, die Himmel sich geöffnet haben. Er also eine Verbindung zwischen Mensch und Gott Vater neu geschaffen hat, neu ermöglicht hat,
Und das ist im Grunde Barmherzigkeit. Dass Gott als unendlich größer, unendlich mächtiger, vollkommener als wir, sich herabneigt, sehr wohl, auf uns Menschen, uns berührt und uns wieder mit sich verbindet, vereint. Das ist der tiefe Sinn von Barmherzigkeit. Ein Herz, das von Gott her nicht auf sich selbst schaut, auf sich selbst pocht, auch auf das eigene Recht nicht, sondern aus undurchdringbaren Überlegungen oder Gründen sich öffnet und uns einschließt. Als alles in tiefem Schweigen lag, geschah dieses Wunder der Heiligen Nacht. Das Wort ist Fleisch geworden. Die Barmherzigkeit Gottes ist unmittelbar uns vor Augen geführt und verwirklicht. Barmherzigkeit also als ein Weg, wodurch Gott uns ermöglicht, wieder mit ihm voll und ganz verbunden zu sein, in Einheit mit ihm zu sein. Natürlich im Falle einer schweren Verfehlung unsererseits, wo wir uns selbst von ihm trennen, heißt es, dass er versucht, uns wieder zurückzuholen und uns das Angebot macht, wieder zu ihm zu kommen. Aber im Grunde ist es viel mehr als das, ist ein ständiges Geschenk Gottes an uns. Heute ist der Himmel für die ganze Welt honigtriefend geworden, soll heißen. Die selige Erfüllung dieser Sehnsucht. Sie sehen aber, die Barmherzigkeit Gottes mag manche Menschen zumindest nicht gleich vielleicht ausreichen. Ja. Wir kommen im Bereich der Barmherzigkeit sehr schnell auch in so ein bisschen, eher kitschigen Vorstellung vielleicht, kann man sagen, ja, wo sehr viel zu sehr gefühlsbetont, ja, wo der Kern auch und die Kraft dieser Barmherzigkeit übersehen wird. Wo Barmherzigkeit dann ein gütiges Miteinander wird oder wie ein älterer, Großvater mit dem eigenen Neffen. Alle wunderbare Sachen natürlich. Ja. Aber es steckt viel mehr drin in diesem Wort Barmherzigkeit Gottes. Es steckt viel Kraft, Lebendigkeit. Gott, der sich uns schenkt und der uns ganz haben will, ganz für sich sozusagen und untereinander natürlich dann erst recht in Liebe verbunden. Nur die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich dadurch, dass er selber Mensch wird und, sagt Edith Stein, so ein Kind. Erst einmal kein Wundertäter, wo die Allmacht nicht gleich spürbar ist, sondern in etwas Sanftes, in eine Berührung, in eine Einigung, eine klare Absage gegenüber einer Sehnsucht, die auch in uns drinnen steckt. Gott soll alles richten, soll es richten sozusagen. Er soll kommen und alles lösen. Das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes geht tiefer, aber vielleicht enttäuscht es auch manche Menschen oder manchmal uns selbst. Ja, wir erwarten was anderes als dieses liebevolle Miteinander und Vereintsein. Mit diesem Kind, das erst einmal auf jeder Gefahr ausgesetzt ist, in einer Krippe, in einem Stall, je nach Tradition, auf alle Fälle in einfachen Verhältnissen sehr schwach geboren wurde. Er bringt uns nicht die Macht,
Er bringt gerade in unserer Schwäche, in der menschlichen Schwäche, seine Art von Macht und Größe. Und wir werden eingeladen, gerade zu Weihnachten erneut Ja zu sagen dazu. In einem zweiten Kapitel, ich werde jetzt aber nicht die ganzen Texte der Hedy Stein jetzt durchgehen, nur nach dieser schönen Beschreibung, auch anhand der Liturgie, wo erst einmal das Kind da ist, und das Kind wird weiterhin beschrieben als ein, ja, wie alle Kinder, was Liebliches, was unheimlich Faszinierendes und Einladendes. Ja, das Kind hat die Arme auf und möchte berühren, sagt sie, und lädt uns ein. Und vielleicht auch mit dem Hintergedanken, uns davor zu bewahren, allzu sehr in diese Gefühle hineinzufallen, wie schön ist es und wie lieb ist es, erinnert uns Edith Stein daran, dass die Welt zwar diese Erlösung als Geschenk bekommen hat, aber wir nicht in einem ständigen Gutsein oder Fröhlichsein leben. Und schon die Liturgie erinnert uns daran. Gleich nach Weihnachten ist der heilige Stephanus Märtyrer, wurde ermordet. Dann gibt es auch die unschuldigen Kinder, also eigentlich blutigen Geschichten, trotz der Geburt Jesu. Also diese Barmherzigkeit Gottes ist offensichtlich nicht die Lösung von außen, sondern tiefer, es ist die Begegnung im Inneren jedes Menschen, der dafür offen ist, allerdings mit seiner Barmherzigkeit und mit seiner Liebe. In einem schönen Bild sagt sie, an der Krippe dann stehen die Hirten und beten an, die drei Könige, alle symbolische Gestalten auch, also die Einfachen, die Ausgestoßenen, die Hirten waren am Ende der Gesellschaft, die Sterndeuter sind die Weisen, die Reichen. Aber es knien vor der Krippe auch die Märtyrer, die das Böse erlebt haben, diese unschuldigen Kinder, alle Heiligen. Und da werden sie umarmt von diesem Jesus. Also erinnert uns gleichzeitig daran, dass die Verantwortung, und das ist ein großes Geschenk an den Menschen, eigentlich beim Menschen bleibt. Ja. Dass wir die Lösung der Probleme oder die Entscheidung für das Gute und das Böse nicht dem Herrn überlassen können, das wäre so ein Ausweg vielleicht. Er sagt uns aber, in dieser Menschwerdung bin ich euch so nahe gekommen, dass ich eins geworden bin mit euch. Also schaut in euer Inneres, da bin ich auch da. Kniet vor der Krippe und lasst euch berühren, sicher auch von dem schönen Baby, ja, vom Kind, der gestreichelt werden möchte. Nehmt euch das Kind zu Herzen, nehmt euch das zu euch eben und folgt ihm. Er wird euch nicht zu Wundertäter machen, vielleicht, oder zu Supermenschen, das wollte er nicht. Er wird euch aber diesen Weg, diese Verbindung zum Vater offen halten. Er ist diese Verbindung zum Vater. Und da werdet ihr durch das Leben mit euren Grenzen, mit euren Größen, mit euren Schwierigkeiten, mit eurem Leiden immer in Verbindung mit dem Vater bleiben. Also eine Art der Allmacht Gottes, die sich in der Barmherzigkeit zeigt, wo ich glaube, wir immer wieder dazu Ja sagen müssen, sollten. Es ist manchmal leichter, zu großen Taten Ja zu sagen. Ja, wenn sich etwas Großes ereignet, wenn ich jetzt eine Gnade, einen Erweis bekomme, dann tue ich mir leichter.
Danke zu sagen. Aber dass die Barmherzigkeit Gottes in diesem einfachen Verbundensein gehört. Natürlich gibt es Sakramente, die das besonders ausdrücken. Die Eucharistie ist das erste Sakrament der Barmherzigkeit Gottes, wo er sich schenkt. Wo er diese Verbindung auch sinnenhaft herstellt. Natürlich auch die Beichte, wo man bekennt, dass man sich selber von seiner Nähe entfernt hat oder seinen Willen nicht erfüllt hat. Und da wird ihm jemand noch einmal zugesprochen, dass diese Barmherzigkeit Gottes unendlich ist und dass Jesus eben bereit ist, mit ihm weiterzugehen. Der Stern von Bethlehem ist ein Stern in dunkler Nacht, auch heute noch. Ich möchte hier einfach schließen mit diesem ersten Einstieg in den Text von Edith Stein. Ich entlasse Sie jetzt mit dieser Frage, persönlichen Frage an Sie, was für Sie heißt Barmherzigkeit Gottes. Wenn Sie sich vorstellen, dass der Name Gottes Barmherzigkeit ist, also dass in dieser Barmherzigkeit alles drin sein sollte oder ist. Ja. Menschen tun sich heutzutage manchmal schwer mit dem Wort Barmherzigkeit, das wird mir immer wieder gesagt, also weil das doch davon ausgeht, das Wort, dass jemand über mir steht, ja, der barmherzig ist, der wird oft so gedeutet, von oben herunter, so ein, wie wenn jemand gnädig ist mit den anderen. Und die Würde des Menschen scheint heute in der Gesellschaft eher in der Unabhängigkeit zu bestehen. Ja. Wann ist jemand wirklich Mensch? Ja, wenn er unabhängig ist, wenn er frei ist, und niemanden, also niemanden Danke sagen muss. Ja. Ich glaube, wir müssen dazu stehen, dass Gott über uns ist. Das ist bei aller Gleichstellung durch Jesus Christus, der Mensch geworden ist, ist doch jemand, und das ist ja befreiend, der über uns steht, der uns gnädig ist, der uns Gnade schenkt, der uns wohlgesonnen ist. Wenn wir Barmherzigkeit nicht als Zeichen von Macht, von Unterdrückung sehen, sondern als Ausdruck der Liebe, dann wird schon das aufgehen, was sich der Papst wünscht mit diesem Jahr der Barmherzigkeit, dass wir alle, die Kirche in erster Stelle auch insgesamt, noch einmal lernen, eine betende Kirche, eine barmherzige Kirche zu sein. Und das betrifft uns alle natürlich untereinander.